Im letzten Video habe ich die Klasse Shopping Cart implementiert und hierzu gleich die Testfälle geschrieben. Hierzu habe ich eine Liste verwendet, welche die Elemente sequenziell hintereinander abspeichert. Um auf ein Element in der Liste zugreifen zu können, kann man entweder den Index nehmen, wenn man den kennt, also eine Zahl von 0 bis n, minus 1, wobei n die Anzahl Elemente ist, oder man kann die Liste sequenziell durchgehen und dann jedes Element vergleichen mit dem gesuchten Element, wie es etwa in AddItem gemacht wird. Das Problem ist ein bisschen, diese Operation ist recht aufwendig. Also einerseits müssen wir viel Code schreiben, um das Gewünschte zu erreichen. Andererseits ist auch von der Laufzeit her recht aufwendig, weil sehr viele Schritte durchgeführt werden müssen. Zum Beispiel in AddItem muss ich alle Items in meinem Warenkorb durchsuchen und jedes vergleichen, ob ich das Richtige habe und kann es erst dann bearbeiten. Wenn wir ein neues Item machen, gehen wir so die ganze Liste jedes Mal durch, obwohl es überhaupt nicht nötig ist, weil ein bestimmtes Item eben noch nicht drin ist. In der GetAmount-Methode das Gleiche. Wir durchsuchen wieder alle Items und schauen, ob wir das Richtige haben. Und erst dann können wir den entsprechenden Wert zurückgeben. Wenn natürlich etwas gesucht wird, das es gar nicht gibt, dann wird die Exception geworfen. Aber vorher wird in jedem Fall die ganze Liste durchsucht. Die GetProducts-Methode, die geht dann wieder alle Items durch und fügt jedes Item einzeln, beziehungsweise jeden Produktnamen, einzeln einer anderen Liste hinzu und gibt die dann zurück. Also das Ganze ist recht aufwendig. Und ich habe behauptet, dass man das mit einem Dictionary schneller lösen kann. Wir können das einfach einmal ändern. Dictionary. Das wird aber jetzt so nicht funktionieren, weil ein Dictionary speichert nicht nur einen Wert ab, wie CartItem, sondern speichert jeden Wert unter einem bestimmten Schlüssel ab. Und die Frage ist jetzt, was wir als Datentyp nehmen wollen. Und meine Antwort darauf ist, wir nehmen einen String, weil wir den Produktnamen verwenden wollen. So, wir haben ja eine Reihe von Tests geschrieben und diese Reihe von Tests wird uns jetzt dabei helfen, das Ganze umzuprogrammieren. Wenn ich mit .NET Run .NET Test die Tests ausführe, werden die jetzt ziemlich schnell scheitern, weil ich diese Umstellung hier schon vorgenommen habe. Arbeiten wir jetzt die Methoden eine nach der anderen durch und versuchen den Code zu ersetzen. Also, statt diesen Loop zu machen, der das Element sucht, können wir bei einem Dictionary die Methode ContainsKey verwenden. Also if items.containsKey und dann gebe ich den Schlüssel mit, also in meinem Fall den Produktnamen. Dann, was kann ich dann machen? Da muss ich kein Item hinzufügen, sondern ich kann direkt mit dieser Notation auf mein Item zugreifen und den Amount um die entsprechende Menge erhöhen. Finde ich hingegen das Produkt nicht, muss ich einen neuen Eintrag erzeugen. Und das kann ich mit Add machen. Und zwar nehme ich als Schlüssel meinen Produktnamen, unter dem suche ich ja nachher wieder. Und als Wert machen wir ein neues Cart-Item mit Product und Amount. Vielleicht das dazu machen. Hier die Tests aufmachen. Sehen wir beides sehr schön. Und das wäre eigentlich schon die ganze Implementierung. Und den Rest hier unten bis Zeile 27 kann ich einfach löschen. Also, wenn wir das Produkt finden unter diesem Schlüssel, dann zählen wir die Menge hinzu. Wenn wir es nicht finden, erzeugen wir einen entsprechenden Eintrag. Das wäre die AddItem-Methode mit einem Dictionary umgeschrieben. AmountFor, nächste Methode. Wieder die Suche nach dem richtigen Element. Das kann man einfacher machen. Mal wieder rumschauen wir mit Items.ContainsKey, Product. Also wenn es drin ist, dann Return Items, greift mit dem Produkt auf das richtige Item zu und geben den Amount zurück. Wenn jetzt dieser Schlüssel nicht drin ist, dann ist das Produkt nicht im Warenkorb und wir haben keinen Amount.
Also können wir hier unten diese Exception werfen und diesen Code bis Zeile 37 können wir uns dann schenken. Ist viel einfacher und Sie sehen, die Struktur ist wieder genau gleich wie oben. Wenn wir es drin haben, machen wir das eine, wenn wir es nicht drin haben, machen wir das andere. Jetzt die letzte Methode, getProducts. Hier wollen wir die Produktnamen ausgeben. Und man kann sich so einen Dictionary als Key-Value-Store vorstellen. Wir haben zu jedem Key einen Value abgespeichert. Aber was wir auch machen können, man kann sich ein Dictionary vorstellen wie zwei Listen, eine Liste von Schlüsseln und eine Liste von Werten. Und hier bei getProducts wollen wir eine Liste der Schlüssel haben schlussendlich, ja, die Produktnamen der Schlüssel sind. Und das kann man sehr einfach lösen, indem man eine neue Liste erzeugt, Strings, und dem Konstruktor geben wir einfach von den Items die Schlüssel mit. Dann kann ich da bis Zeile 41 den Rest löschen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte diese Implementierung jetzt auch funktionieren. Hat alles wunderbar geklappt beim ersten Versuch. Und wir haben jetzt alles mit einem Dictionary implementiert. Der Code ist schlanker geworden, er ist einfacher zu lesen, einfacher zu warten und zudem wesentlich effizienter. Wobei bei unseren kleinen Datenmengen das keinen Unterschied machen sollte. Ich schaue noch mit git diff hinein, was ich geändert habe. Hier sehen wir, die roten Zeilen wurden gelöscht, grün hinzugefügt. Ich habe hier recht viel gelöscht und nur ein bisschen Code hinzugefügt. Auch hier ist es wesentlich einfacher geworden. Und vor allem in der letzten Methode konnte ich einiges an Code löschen. Wir fügen das hinzu, committen es und sagen refactored shopping cart using dictionary. Der Commit sagt, 37 Zeilen Code eingeführt, 43 gelöscht, also netto 6 Zeilen weniger. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber der Code ist viel einfacher zu verstehen. Könnte natürlich noch zum Beispiel dieses else weglassen, weil hier ein Return ist und hätten wir jetzt noch einmal ein paar Zeilen Code gespart. Aber besser klaren Code als ganz kurzen Code. Ja, das wäre es von diesem Beispiel. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas geholfen. Ich pushe noch einmal alles, damit dieses Beispiel hier oben bereit ist. Wir können selber mal das Ganze klonen. Wir können vielleicht mal auf einen vorherigen Stand gehen und das Refactoring selber probieren, ob Sie es auch so hinkriegen. Ja, das wäre es soweit und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald wieder im Unterricht.